Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Hä? Gewöhnlich bist du immer der Sexist. Hä? What? Ja, es sind schon wieder hier diese ganzen Vorwürfe. Aus meinem Privatleben, als wäre ich Sexist. Ja, als ob, ne? Als ob. Das stimmt gar nicht. Das sind hier ganz andere Kandidaten. So. Ich baue hier gerade so schön mit so schön ungebrannten Cobblestone. Aber wenn wir dann erstmal genug Diamanten haben, um uns ganz viele Diamantblöcke zu machen, werde ich das natürlich noch ein bisschen verfeinern mit Diamantblöcken. Das ist ja klar. Ja, ich muss mir gerade irgendwie mal ein bisschen helfen. In einem Tutorial. Was? Nein, ich muss mal eben hier ein bisschen gucken, wo diese andere Höhle anfängt. Ah, ich dachte, du willst dir damit helfen, dass es nicht mehr so rumleckt. Ich dachte, du guckst jetzt mitten in deiner Folge. Ich hab das hinbekommen, glaube ich. Ja, geil. Ich dachte, du guckst jetzt mitten in deiner Folge so ein Tutorial so. Ja, Leute, ich bin noch nicht, oder? Ja, klar. Klar. Ja, mach ich immer. Ja, machst du immer. Ja. Ja. Nö. Hä? Wo ist denn. Alter! Nein! Oh Gott. 1, 2, 3. Wir sollten mal schlafen, ne? 4. Es ist Tag. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nee, ich meine wegen Bett. Also, das ist wie hier spawnen, weißt du? Ja, ich weiß. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. Nein! Fickt euch! Ja. Okay, ich habe irgendwie keinen Bock, mich hier nach oben zu bauen, weil das einfach so groß ist. Das müsste ich dann alles ausbauen, da habe ich keine Lust zu. So. Oh, boah, schon wieder Insider, Leute. Bei welchem Server war das nochmal, als Marius diese heftige, riesige Höhle in Kreativ bauen wollte? Das Königreich von Göndia oder so, oder? Also irgendwas mit. Ach, du meinst sein komisches Zwergenreich? Sein Zwergenreich, Alter, er hat das so übertrieben, ne? Der hat einfach so übertrieben. Ich fand das sogar voll geil. Ich fand's auch geil, aber er hat übertrieben. Er hat übertrieben. Ja, ein bisschen. Er hat mit TNT gearbeitet teilweise, ne? Ja, da haben wir alle mal so ein bisschen gesprengt und das war, glaube ich, auch zum Schluss das Problem, weil dann sah es auch nicht mehr so geil aus. Ja, vor allem ich da mit meinem komischen Steinbruch, dem der Burg, was die nicht symmetrisch war. Hab ich da eigentlich auch irgendwas gebaut? Irgendwas schon? Ja, du hast aber die ganze Zeit hauptsächlich Scheiße gebaut, wenn ich mich recht entsinne. Also nicht Scheiße gebaut, sondern... Also, ja, ich weiß, ja. Ne? Jo, ich hab... Du warst du. Ja, genau. Alter, geil. Ich baue einfach schon die ganze Zeit irgendwie Scheiße. Okay, es wird Nacht. Hast du Wolle? Ich hab schon Bett gebaut. Ja, warte, dann lass mal gleich schlafen. Warte, ne? Ein Augenblick, meine Tür ist auf. Das zieht sonst. Ich kann so nicht schlafen. Ich hab keine Tür. Alter, du hast einfach einen fetten Erdwürfel gemacht und da drauf gebaut. Das sieht total... unnatürlich aus. Meinst was? Voll natürlich. Ja, ist klar. Ja, okay, gut. Wie baut man sich noch einmal ein Bett? Unten drei Holz da drüber volle. Ich hab das gerade mit Dirt gemacht, geil. Okay. Bett. Ich schlaf. Ich bin awaken. Oh, Leute. So, lass mal. Ich weiß nicht. Wollen wir hier gleich mal ein bisschen Glas? Ich würde sagen, ich will gleich mal Glas machen. Glas. Ja, ist doch gut. Mann, ey, Angeber. Ich gebe dich an, ich sag nur, wie es ist. Nee, nö, scheiß drauf. Alter. Es sieht wirklich voll unnatürlich wahrscheinlich aus. Ja, sieht es wahrscheinlich, ja. Alter. Was ist das denn? Hä? Aber irgendwie hat's was. Ich finde, das hat was. Es sieht ein bisschen aus wie so ein Grafikbug, der aus dem Boden schießt. Das hat was. Hä? Ja, dieser. Das ist, ja, irgendwie sieht es hässlich aus, aber egal. Was denn? Ja, mal. Ja. Komm schon, das ist doch. Das ist. Ich bosch. Ich würde zum Leiter benutzen. Yay. Yeah. Lass mir mal einen Gefallen tun. Wobei, ich tu dir mal einen Gefallen. Hast du Sand? Nein. Glas? Ich brauch Glas. Okay, was machst du? Ich baue hier gerade Sand ab, damit das noch unrealistischer aussieht, der Adblock. So. Ja, ich wollte gerade ein bisschen nett sein. Oh, cool. Nett sein, live. Nein. Ja, ich mache aus deinen komischen Kobbelstufen mal Treppen drauf, damit man besser hochkommt. Ah, oh, also... live. Weil ich keinen Bock habe, immer zu hüpfen. Also eigentlich mache ich es für mich, nicht für dich. Okay, gut, dann. Ja. Okay, warte. Ich mache jetzt was völlig Unnötiges, was eh keinen interessiert, aber dann sieht der Block echt erdig aus. Ja. So, ich weiß nicht, aber es sieht aus, als ob du das mit
Wie heißt denn das? Ja, erzähl. Wie heißt denn das, mit der Holzachs-Gedöns, World Edit gemacht hättest? Ah, ja. Ja, ne? Aber guck mal, man braucht gar kein World Edit oder so. Wenn man hier... Wenn man genug Erde hat, kann man alles schaffen. Ja, das ist eine Weisheit fürs Leben. Ja, ist echt so. Ja, auf jeden Fall. Wenn man genug Erde hat, kann man alles schaffen. So, Alter, wie schnell vergeht denn die Zeit in Minecraft? Hä? Hä, ein Minecraft-Tag hat 20 Minuten oder so. Es ist voll extrem. Ich habe doch erst gerade noch gesagt, wir nehmen gerade erst eine Dreiviertelstunde und jetzt nehme ich schon wieder fast eine Stunde, Viertelstunde. Eine Viertelstunde. Ja, ich würde sagen, ich würde aber auch sagen, wir machen jetzt nicht mehr so extrem lang, weil ich keinen Bock habe, so krass zu cutten dann dauernd. Nö, müssen wir auch nicht. Machen wir auch nicht. Deswegen würde ich sagen, bis 11 oder so dann. Ne? Ja, das geht. Ja. Das passt auch ganz gut von meinem Biorhythmus her. Ich meine, ich penne sowieso erst um 1 oder so. Oder 2. Ja, ich versuche. Ich stehe um 10 oder 11 Uhr auf. Ich versuche früh einzuschlafen. Ich nicht. Ich versuche es immer, aber ich krieg's nicht hin. Das Problem ist bei mir einfach immer, dass ich dann immer sage, dass ich immer noch zum Einschlafen YouTube-Videos zur Beruhigung gucken will. Und das ist dann meistens FIFA. Bei dem lieben Tobi Nator. Aber das Problem ist, wenn jedes Mal ein Tor passiert, dann gucke ich immer hin. Dann kann ich nicht einschlafen. Das ist ja, dann lass dir irgendwie eine Musik abspielen. Ja, keine Ahnung. Stimmt, ich habe ja auch meine Einschlafs-Playlist. Ja, genau, Musik, ich weiß, ja? Darauf wollte ich hinaus. Ja, aber das Problem ist, die Musik habe ich schon zu oft gehört. Da habe ich echt schon bar. Das ist aber echt so, ne? Ab und zu hörst du Musik und denkst ja am Anfang so, oh geil, das könntest du eigentlich in Dauerschleife hören oder irgendwie. 10 Minuten. Alter, mach die Scheiße. Ja, das ist, so. Ja, das ist halt auch das Ding, dass es ja Harry Potter Soundtrack und so scheiße ist. Und ich habe Harry Potter schließlich schon ziemlich oft geguckt. Und deswegen kann ich es nicht mehr hören. Obwohl ich die Filme unbedingt bei mir. Ja. Oder Star Wars habe ich auch extrem oft geguckt. Keine Ahnung, Star Wars weiß ich nicht. Bei Star Wars ist es irgendwie ein Mittelding zwischen Harry Potter und Herr der Ringe. Ich finde es gut. Ich habe es geguckt. Aber es haut mich jetzt nicht so um. Ich finde die. Warte mal. Sind nicht. Nee. Wann sind die ersten drei Teile nicht einfach nur Vorgeschichte, wie Darth Vader zu Darth Vader wurde? Und die Teile, die davor gemacht wurden, sind ja eigentlich die danach. Ist es nicht so? Ja, also Teil 4, 5 und 6 kamen zuerst raus. Ja, das finde ich voll komisch. Habe ich. Ja, nee, das lag daran, dass. Ich weiß gar nicht, woran das lag. Ich meine, die konnten das. Sie waren der Meinung, dass sie Teil 1 bis. Was auch immer, bis. Teil 1 bis 3. Mit der damaligen Technik, die sie da zur Verfügung hatten, nicht machen konnten oder so. Ich habe keine Ahnung, warum. Okay. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall fand ich das so voll überraschend, als ich das gehört habe. Ich so, hä, lol, wie jetzt? Ja, das hat mir mein Vater aber auch irgendwann mal erzählt. Das war aber, also ich wusste das jetzt schon ein bisschen länger, seitdem ich, keine Ahnung, wie alt bin. Star Wars, such die. Keine Ahnung, ich hab's, den einzigen, den ich immer mag, ist Yoda. Aber irgendwie, sonst auch nicht. Ich finde, der ist halt grün. Ist cool. Ist halt grün, das reicht mir eigentlich schon. Man kann mich überzeugen, wenn man grün ist. Also Mädels, wenn ihr grün seid. Na? Ich bin Single. Ja, nicht, wenn ihr blau seid, das mag gar nicht so halt. Nee. Werden. Dann denke ich immer an den Film Avatar. Sterben die meisten, deswegen finde ich das nicht so geil. Hast du. Avatar kam letztens wieder im Fernsehen, glaube ich, ne? Ja, aber ich weiß nicht. Das Ding ist bei Avatar, glaube ich, dass es am Anfang voll geil war. Und der Film ist immer noch brandgeil und brandgeil, so, der ist brandgeil. Das Problem ist einfach, dass man doch mittlerweile sieht, dass er nicht mehr der neueste ist. Und es sieht schon sehr nach einem Computerspiel aus, finde ich. Von der Grafik her, weil es ja alles animiert ist, weißt du? Alter, hallo? 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 Ja, ich komme hier gerade irgendwie nicht jetzt frei. Ah, okay, das ist voll. Und als ich das letzte Mal geguckt habe, da habe ich so gedacht, hey lol, das sieht richtig animiert aus. Alter, jetzt. Und das fand ich vorher nicht. Frames, kommt zurück. Ach, geil. Komm zurück, Frames. Ja, ich habe ja gesagt, ich baue mich nicht da oben hin. Jetzt bin ich gerade doch auf einem guten Weg dahin. Ja. Komm mal machen, ne? Komm mal machen. Ich baue hier eigentlich auch die ganze Zeit nur irgendwas ab und baue es dann wieder hin, irgendwo anders. Das ist, ich weiß nicht wieso. Ich baue die ganze Zeit Stein ab. Okay, ich bin jetzt da. Okay, das muss ich dann so ein bisschen ausbauen, okay. So.
So. Ich weiß nicht, ich bin aber auch einer von den Leuten, die Minecraft spielen, wenn sie was bauen, dass sie dann immer versuchen, das relativ symmetrisch zu halten oder ordentlich aussehen zu lassen. Jupp, ist bei mir genau das gleiche, deswegen also, brenne ich auch immer Cobblestone. Ich brenne immer Cobblestone, weil ich das hasse, wenn zwei verschiedene Steinarten. Und ich finde, Stone finde ich wesentlich schöner als Cobblestone irgendwie. Weiß ich nicht. In meinem Texture Pack finde ich Pflasterstein besser. Weiß ich nicht, ich finde Pflasterstein sieht immer so ungepflegt aus. Finde ich. Weiß ich nicht. Und ich gehe jetzt in eine Mine. Ich glaube, ich gehe jetzt mal in eine Mine. Also du gehst jetzt farmen, meinst du damit? Jo. Oh, fuck. Alter, mein Arsch. Boah, Alter. Ich hatte gerade irgendwelche Zuckungen im Arm, also. Im Arsch? Im Arm, ja. Im Arm. Ja. Okay, warte. Ich tu kurz das. Ja, ich behalte mal ein bisschen was hier. Boot brauche ich nicht. Clay brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. 14 Fleisch habe ich. Wolle brauche ich nicht. Obwohl, ich nehme mal Wolle mit. Falls ich irgendwie da irgendwas schlafen will. Das brauche ich nicht. Wolle, 3 Eisen behalte ich. Das brauche ich nicht. Okay, ich bin, glaube ich, so fertig. Und ich werde mich jetzt in diesen Berg reinbauen. Ist es nicht, war das nicht irgendwie so, dass man, wenn man in einem Berg ist, eine höhere Chance auf irgendwas hat? Oder war das nicht so? Ich habe keine Ahnung. Ich habe da doch mal irgendwas, habe ich da mal gehört. So. Ja, ich habe da mal ein Video zu gesehen, da meinte einer auch, er findet irgendwie Diamanten unter 5 Minuten, aber es hat auch mal was mit Glück zu tun. Er hat sich direkt einen Berg runtergebaut, hat dann irgendwie, hat das so hart getimelapsed, ne? Ja. Dass man hat richtig gemerkt, dass es mehr als 5 Minuten waren. Ja, aber es gibt ja auch noch so, es gibt ja ein paar Videos davon, da gibt es ja auch welche, die kennen den Seed einfach schon. Und die sagen dann auch so, ja, immer in der Nähe von Bergen runterbauen. Dabei ist es immer derselbe Seed, ne? Ja. Alter, heftig. Alter. Du hast Minecraft gefunden. Nee, aber ganz ehrlich, dieses Haus, ne? Das sieht so scheiße aus. Also es sieht nicht scheiße aus, aber irgendwie sieht es anders aus. Alter, okay. Alter. Ich bin jetzt hier unten. Ja. Okay, ich bin gerade irgendwie runtergefallen, obwohl ich mich geduckt habe. Ja, ich habe das gerade gesehen. Hey, wo bist du? Längst gekommen. Ja, da bist du. Ja, ich bin hier unten. Und von hier sieht es echt irgendwie aus wie so ein, ja, ich weiß nicht. Wie so ein Stück Scheiße in der Landschaft. Ach was. Alter, das ist so... sieht so unnatürlich aus. Was? Ja, das... Und meins erkennt man nicht mehr wirklich. Ja, da ist es da oben Leiter irgendwie so. Oben, Alter. Was sind die Leiter nach oben und die Fensterscheiben? Aber meins wird auch noch... meins wird man auch noch nicht sehen, weil dann werde ich ein paar Bäume fällen. Alter, in meinem Texture-Pack leuchten die Scheiben so richtig übertrieben. Die Sonne sieht voll geil aus. Du hast so voll die geile Treppe und so, die ich natürlich gebaut habe, weil ich kann Treppen ja. Und dann ich habe diese schäbige Leiter. Ja, aber die Leiter, die passt irgendwie, die passt. Ja, ich weiß, dass die passt, aber... Ich weiß, dass die passt. Voll schäbig aus. Ich weiß, dass die passt. Okay, warte. Wenn du jetzt mal hochkommen würdest, ne? Ich habe jetzt auch noch so einen Gang, Alter, da oben und jetzt muss ich den ausbauen und ich habe keinen Bock zu. Es wird übrigens wieder Nacht. Ja, es wird Nacht. Wollen wir kurz noch schlafen? You can only sleep at night. Oh. Ja, du musst auch warten, bis der Mond kommt, Digga, ist dir klar, ne? Ja, auf jeden Fall, weil es auch erst Nacht ist, wenn der Mond da ist. Ja. Ja, in Minecraft zumindest, ne? Das ist genau so, kannst du auch nicht mitten am Tag schlafen legen, das geht nicht, das ist... Hä? Das heißt, der Biorhythmus nicht zu. Ja, ist wirklich so. Wie willst du das denn machen, mitten am Tag? Das geht nicht. Ich weiß, Insider, ne? Ich weiß auch bei dieser Burg, die ich da gebaut habe, Alter. Dieser komische Bergfried, wo du einfach runtergesprungen bist, also jetzt nicht du unbedingt, aber... Schlaf! Wo du einfach runtergesprungen ist und dann einfach verreckt ist durch Fallschaden oder irgendwie nur noch ein halbes Herz hat oder so. Ich weiß gerade nicht, was du meinst. Schlaf! Ich schlaf doch schon! Schlaf! Okay. Schlaf! Ich weiß gerade echt nicht, was du meinst, muss ich ehrlich sagen. Über welche Welt redest du jetzt? Über die, wo Marius da in den Bergen kreativ gebaut hat. Ach so. Weißt du, wo wir anfangs noch im Survival gespielt haben? Ach so, ja. Das stand, weil wir keinen Bock mehr hatten. Aber auch wirklich so. Keine Ahnung. Aber ich finde, wenn man kreativ so baut, ist es eine Zeit lang ganz geil, aber dann irgendwann nicht mehr, oder? Weil man hat halt alles. Wenn du den gleichen Scheiß dann einfach in Survival baust, dann bist du richtig stolz da drauf. Ja. Halt bei Kreativ ist es einfach so, du hast halt keinen Ansporn, was zu machen, weil du es ja eh schon hast.
So. Und es dauert voll lange, große Sachen zu bauen in Minecraft, deswegen da habe ich eh immer keine Geduld. So. Okay. Ja, ich baue hier voll den heftigen, fetten Minenschacht hin. Das Problem ist ja, wir reden hier gerade so halbwegs ununterbrochen. Das ist so ein bisschen blöd, wenn man cutten will.